Das hier ist Hans, eins von sechs Fohlen, was in diesem Jahr auf Gut Panka geboren wurde. Und Hans ist zwar noch total klein, aber auf ihn liegen ganz große Hoffnungen der Züchter. Die Stutenherde auf Gut Panka im vollen Galopp. Was für ein herrlicher Anblick. Trakehner sind typvolle, elegante Sportpferde. Als Fohlen sind sie unschlagbar niedlich. Sebastian König ist Pferdewirtschaftsmeister für Zucht und Haltung. Die Fohlen sind in der vergangenen Woche von ihren Müttern getrennt, also abgesetzt worden. Nun müssen sie das sogenannte Fohlen-ABC lernen. Dazu gehört das Tragen eines Halfters. Jetzt gehen wir zu unserem lieben Gustav hier. Ja. Der hat auch extra das Clowns-Halfter. Was heißt Clowns-Halfter? Gustav ist manchmal ein bisschen ein Clown. Und da gibt es immer extra das Clowns-Halfter, was alle Farben hat. Dieses Jahr bräuchte ich ein paar mehr Clowns-Halfter, aber wir haben leider nur eins. Aber der macht das ja schon ganz super. Ja, also wie gesagt, wir haben sie ja letzte Woche abgesetzt und ein bisschen geübt haben wir ja auch schon. Pferdehufe werden beschlagen. Wenn der Schmied kommt, müssen die Tiere sicher die Beine heben, also den Huf geben können. Das steht daher auf dem Fohlenlernprogramm ganz oben, auch wenn das manch einem hier etwas suspekt erscheint. Ich lobe. Genau, lobe. Ich nehme schon den Hufkratzer in die Hand. Ach so, ich muss genau. Auch direkt arbeiten. Ja, klar. So, und dann gehe ich mit dem Bein mit der Hand runter. Genau. Lehne mich ein bisschen gegen die Schulter. Ach, guck mal hier. Oh, fein. Super. Der Pausenhof der Fohlen ist ein geräumiger Paddock. Hier können sie sich nach Herzenslust austoben und sich so vom Lernstress erholen. Und dass sie quasi Menschen immer mit was Gutem verbinden. Ja, aber ich glaube, das kriegen Sie hier ganz gut hin. Wir geben uns immer beste Mühe. Ja. Bis jetzt hat es immer geklappt. Die wertvollen Zuchtstuten werden nach der Trennung vom Nachwuchs ebenfalls täglich betreut. Denn auch wenn ein Fohlen nicht mehr bei ihr trinkt, produziert die Mutter noch eine gewisse Zeit Milch. Die Euter der Stuten werden täglich gekühlt, um einer schmerzhaften Entzündung vorzubeugen. Heinrich von der Decken ist Chef des Gestüts Panka. Die Jährlingshengste auf dieser Weide sind den aktuellen Fohlen nur ein Jahrgang voraus und schon richtige Pferde. Von rund 400 Trakehner Hengstfohlen, die in Deutschland pro Jahr geboren werden, schaffen es nur die 35 Besten nach Neumünster. Nur 10 von ihnen werden am Ende gekört, also zur Zucht zugelassen. Und das sind hier sozusagen die Hoffnungsträger des Gestüts. Die werden dann irgendwann, wenn alles gut läuft, in Neumünster auch zu bewundern sein. Ja, das muss man sagen. Für uns ist Neumünster pferdetechnisch die fünfte Jahreszeit. Ja. Und das Ziel ist schon, mit mehreren von diesen im nächsten Jahr im Oktober in Neumünster auf dem Hengstmarkt zu sein. Und ganz besonders freuen wir uns dann natürlich, wenn auch der eine oder andere von diesen Hengsten das Körprädikat erhält, gut benotet wird und vielleicht auch gut verkauft wird. Denn auch vom Erlös der Tiere lebt das Gestüt in der holsteinischen Schweiz. Im Stall ist gerade der Tierarzt aus Eutin angekommen. Dieser junge Wallach ist verkauft. Seine Käuferin möchte natürlich wissen, ob er auch kerngesund ist. Beim Pferdetüff wird die sogenannte Beugeprobe gemacht. Das ist jetzt eine starke Belastung der Gelenke im unteren Gliedmaßenabschnitt. Das heißt also Hufgelenk, Kronengelenk, Fesselgelenk und etwas Vorderfußwurzelgelenk werden jetzt stark belastet. Und nach einer Minute soll das Pferd lostraben und sollte dann im Idealfall lahmfrei normal traben. Jetzt ist es sicher. Dieser Trakehner bezieht bald ein neues Zuhause, denn von einer Lahmheit ist nichts zu sehen. Über den Ernst des Lebens müssen sich Hans und seine Freunde noch längst keine Gedanken machen. Die quirligen Fohlen können noch mindestens 1,5 Jahre ihre Kindheit genießen.